Hey, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zu Luke's Food Blog. Mein Name ist Luke. Wenn du das erste Mal hier bist, herzlich willkommen zu diesem Kanal. Hier dreht sich alles um das Thema gesunde Ernährung. Und im heutigen Video möchte ich dir meine Lieblings-Online-Shops zeigen, beziehungsweise die Lieblingsprodukte, die ich dort bestelle. Da sind einige Sachen bei, die wirst du mit Sicherheit noch nicht kennen. Ganz, ganz viel Neues. Ich werde dir natürlich auch immer so ein paar Tipps dazu geben. Ich hoffe, das Video wird nicht zu lang. Nimm dir aber auf jeden Fall etwas Zeit mit. Und ich würde sagen, lass uns direkt anfangen nach dem Intro. Viel Spaß! Bevor wir das Video beginnen, ich schreibe ja gerade an meinem Kochbuch, was bald endlich rauskommt. Unabhängig davon habe ich aber auch einen kostenlosen Newsletter, da teile ich immer jede Woche ganz kurze Tipps. Kein Spam, ist ungefähr eine Lesezeit von einer halben Minute. Wenn du dich dafür anmelden möchtest, darfst du das gerne tun. Ich verlinke den unten in der Beschreibung. Lass uns aber anfangen mit dem ersten Shop, und zwar Sunday. Sunday Natural, die machen ganz viele Sachen, auch Nahrungsergänzungsmittel und so. Interessiert mich jetzt nicht so, aber vor allem haben die auch Superfoods, beziehungsweise die haben wirklich Hammer-Lebensmittel in einer richtig, richtig, richtig guten Qualität. Ich liebe den Laden, bin ich dir ganz ehrlich, weil, also A, ist es einfach sehr, sehr transparent, was hinten drauf steht, und die haben wirklich viel in Rohkostqualität, gekeimte Sachen, was mich auch zum ersten Punkt bringt, und zwar Buchweizen. Buchweizen ist ja mega gesund, ist ja eigentlich auch ein Gras, ist so gesehen ja kein Getreide. Wenn er aber gekeimt ist, dann gehen sogenannte Inhibitoren, also Phytonährstoffe, verloren und der wird mega gut verfügbar. Das gleiche gilt halt auch für Leinsamen. Ich mache mit Buchweizen voll gerne im Porridge, einfach mit ein bisschen Milch, kannst du ein bisschen ziehen lassen, theoretisch auch über Nacht. Und der hat immer noch einen Biss, mega, mega lecker. Was ich da auch total gerne hole, sind meine Nussmusse. Ich kaufe ja eigentlich fast nur noch rohe Nussmusse, habe auch noch ein paar geröstete da, aber das ist jetzt zum Beispiel hier ein rohes Cashew-Mousse, dann habe ich hier noch ein rohes Walnuss-Mousse, schmeckt auch unfassbar lecker. Der Vorteil ist halt einfach der, dass bei der Röstung sogenannte Stoffe entstehen, die in Zusammenhang mit der Entstehung von neuronalen Krankheiten stehen, sogenannte AGEs. Und bei rohem Nussmousse ist das eben nicht der Fall. Dann Wildheidelbeerpulver ist auch mega, das ist Rohkostqualität sogar aus Europa. Die Wildheidelbeeren vom Edeka, die ich immer hole, die kommen ja aus Kanada. Habe ich jetzt auch kein Problem mit, aber das ist halt aus Europa. Das schmeckt mega, mega gut. Ich mache das in Säfte manchmal rein, in Smoothies, in Acai-Bowls. Also das sollte eigentlich jeder zu Hause haben. Also wenn du dir in irgendeiner Form irgendwas gerne mit Beeren machst, ist das eine Top-Ergänzung, weil da kriegst du voll viel hochwertige Beeren rein. Dann, was ich auch total gerne kaufe, ist Camu-Camu-Pulver. Insbesondere jetzt im Winter, also Vitamin C sollte man in meinen Augen, ist jetzt keine ärztliche Empfehlung, ne, aber ich sag mal, deutlich höher dosieren als das, was so empfohlen wird. Liest man eigentlich auch in sehr, sehr vielen Büchern. Und ich würde trotzdem halt jetzt nicht losgehen und in der Apotheke oder im DM oder so diese Tabletten kaufen, weil es gibt einfach super Vitamin C-reiche Pflanzen. Natürlich Orangen, Zitrone, Paprika, Brokkoli ist klar, aber Camu Camu ist die Vitamin C-reichste Pflanze, also ist auch eine Beere der Welt. Und hier mache ich mir auch immer was in Säfte, Smoothies. Ich kann jetzt ehrlich gesagt gar nicht sagen, wie es schmeckt, aber das ist echt mega. Also wenn du jetzt theoretisch bei Sunday was bestellen solltest, würde ich dir sagen, save den Buchweizen, weil Porridge isst jeder gerne. Und das Wildheidelbeerpulver, ja, und bei den anderen Sachen, ist jetzt kein Muss, aber würde ich, also hole ich mir immer, immer wieder. Dann noch zwei Sachen, und zwar mein Matcha. Für all die, die gerne Matcha trinken, ausnahmslos bei Sunday. Du siehst genau, wie viele Punkte der Matcha hat, wie der beschattet wurde. Es gibt ja verschiedene Beschattungsarten, Tannerbeschattung und so weiter. Woher der kommt, welche Familie den angebaut hat. Das ist so, so, so geil. Ich liebe es wirklich. Der günstigste kostet 20 Euro. Das ist jetzt, glaube ich, sogar... Nee, das ist der nicht. Der hat jetzt 45 Euro gekostet. Es gibt auch welche für 80 Euro. Aber der günstigste, den hatte ich auch schon. Der ist absolut top. Und das letzte ist Rohkakao. Rohkakaopulver würde ich immer auch Kakao vorziehen, weil hier gilt eigentlich dasselbe wie für Nüsse. Roh ist in der Regel immer ein bisschen besser, weil diese AGEs entstehen insbesondere bei Lebensmitteln, die gleichzeitig sehr viel Fett und Protein enthalten. Das trifft auf Nüsse zu, auf Fleisch, auf Käse, auf Butter und eben auch auf Kakao. Kakao ist ja ein sehr eiweißreiches Lebensmittel, deswegen kaufe ich dann immer roh. Und ich muss sagen, ich finde, der macht mich auch sehr, sehr wach. Also wenn ich davon so eine Smoothie Bowl esse um 3 Uhr, kann ich nachts nicht mehr schlafen. Aber ich bin da auch sehr empfindlich und schmeckt
Absolut top. Kannst du eine Schokomilch mitmachen, ins Porridge machen, über Haferflocken. Also du merkst es vielleicht, die Sachen sind wirklich, wirklich, wirklich Hammer. Ich habe dir übrigens auch alles unten verlinkt, weil für einige Sachen habe ich auch Codes. So, dann der nächste Laden, den habe ich zufällig entdeckt durch einen anderen YouTuber, und zwar Wild & Coco. Was Wild & Coco macht ist, die machen ganz viele Sachen, aber haben sich eigentlich darauf spezialisiert, aus jungen Kokosnüssen fermentierte Produkte zu machen. Und die beiden Produkte, die ich jetzt hier habe, ist einmal so eine Schokocreme, Schokospread heißt die, Coconut Spread. Und die ist roh, also komplett Rohkost. Hier ist drin Kokosnussfleisch, Rohkakao, ich glaube Kokosblütenzucker, Cashewkerne, Chiasamen, Himalaya-Salz, Vanille. Das war's, und die schmeckt mega, mega gut. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich die hochwertigste Schokocreme, die man überhaupt bekommen kann. Und ich kenne wirklich viele Schokocremes. Und dann, und das nutze ich insbesondere für als Probiotika, ist das hier dieser Natural Symbiotic Cocoa Guard. Es ist ein Joghurt, auch bestehend auch auf der Basis von Kokosnuss. Und der enthält, meine ich, 50 Bakterienkulturen oder so. Also ein Vielfaches von dem, was in normalem Joghurt drin sind. Und vor allem nur die Kulturen, die halt wirklich gut für den Darm sind. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich vielleicht mit Sauerkraut noch oder so, aber das ist eigentlich einer der besten Dinge, die du für den Darm tun kannst. Also einer der besten Probiotika. Was mich halt ein bisschen ärgert, ist, dass man da, weil das halt so hochwertige Produkte sind und die auch alles kühl verschicken müssen, muss man da, glaube ich, immer mindestens 5 Fuffi, glaube ich, fast bestellen. Ich habe mir halt jetzt 5 Gläser geholt, und diesen Joghurt isst man jetzt auch nicht wie einen normalen Joghurt, sondern ich esse davon jeden Tag irgendwie 1, 2 Esslöffel. Und das Ding ist halt, ja, der ist halt auch so hochwertig, wenn du den jetzt wärmer lagern würdest, würde der halt auch weiter fermentieren. Also dann würden sich noch mehr Bakterien bilden. Beides absolut top, kann ich echt nur empfehlen. Dann haben wir, da habe ich leider nicht mehr so viel von da, aber Hanf. Und zwar ein Kollege von mir, David aus München-Gladbach, der macht Hanfprodukte aus Deutschland unfassbar hochwertig. Ich glaube, es gibt keine hochwertigeren Hanfprodukte, und der macht halt unter anderem dieses Hanfprotein, der hat aber auch Hanfsamen, der hat auch Goji-Beeren. Also wenn du irgendwas mit Hanf bestellen möchtest, ich nutze das zum Beispiel total gerne als Proteinpulver. Hanfsamen, Chiasamen, Leinsamen esse ich jeden Tag im Müsli, weil Omega-3 sollte man, finde ich persönlich, viel, viel mehr essen. Dann echt sehr, sehr gerne da. Also das ist eine riesige Empfehlung von mir. Der will sich jetzt auch einen Hof kaufen in Deutschland und will die ganzen Sachen alle selber anbauen. Der macht auch Tees und so weiter. Also da bestelle ich, wenn ich Hanfprodukte bestelle, dann fast ausschließlich nur bei dem. Die sind echt super. Dann haben wir Gebana. Gebana kennst du vielleicht schon von meinem Hauptkanal. Was Gebana macht, ist, die setzen sich vor allem für den fairen Handel ein. Das heißt also, die haben das Ziel, die Sachen vom Bauern direkt zu dir zu bringen. Was vielleicht viele nicht wissen, ist, Cashewkerne beispielsweise aus Burkina Faso, also aus Afrika, werden in der Regel nach Vietnam verschifft, dort verpackt, dann mit dem Schiff nach Europa verschifft. Also komplett unnötig einfach. Und die setzen sich halt, ne, für den direkten Handel ein. Dadurch bekommen natürlich die Bauern und Bäuerinnen halt auch viel, viel mehr Cash. Und wir kriegen halt wirklich gute, qualitative Ware. Die haben auch trockene Sachen, die zeige ich dir gleich auch. Die haben aber vor allem auch, und ich finde das so nice, Orangen, also ganze Orangen. Das heißt, du kannst da dann, je nachdem, was gerade Saison hat, frisches Obst bestellen: Orangen, Zitronen, Granatäpfel, Avocados, Kokosnüsse, Bananen. Das wird dann direkt vom Bauern, vom Feld sozusagen, zu dir geschifft. Und Leute, diese Orangen, ich habe in meinem Leben, und das sagen übrigens alle, meine Freundinnen, meine Eltern, noch nie so leckere Orangen gegessen. Ich habe halt jetzt so eine ganze Kiste bestellt, beziehungsweise ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe leider 3 Kisten bestellt, deswegen habe ich jetzt die 3 Kisten Orangen. Also ich mache jeden Tag eine Orangenkur hier. Aber die sind so, 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 so lecker. Und ja, das Gleiche gilt auch für Bergfeigen zum Beispiel, wobei die jetzt in diesem Fall trocken sind. Da habe ich dann jetzt so eine ganze Kiste, ich hoffe, du siehst das jetzt, mit Bergfeigen. Die sind auch unglaublich lecker, fast gar nicht so süß, also wie man das sonst so kennt von Trockenfrüchten. Die machen aber auch Quinoa. Hier bestelle ich immer rotes Quinoa, weil du weißt ja, umso intensiver die Farbe ist, umso besser
Ja, umso besser, weil einfach umso mehr sekundäre Pflanzenstoffe sind drin. Deswegen ist immer rotes Quinoa oder bunter Quinoa eigentlich besser als weißer. Und ja, kann ich dir nur empfehlen, mache ich da auch unten rein. Die haben ganz, ganz tolle Sachen, auch Nüsse und so weiter. Und ist auch so, ja, einer meiner Lieblings-Online-Shops sozusagen. Und dann der letzte Online-Shop, den ich hier zeigen möchte, ist Koro. Ja, und zwar die Koro-Drogerie hat auch echt coole Sachen. Ich mag zum Beispiel die Kakaobohnen mega, mega gerne, denn die sind Rohkost. Da sind wir auch wieder beim Thema Rohkakao. Das heißt also, das sind wirklich Rohkakaobohnen. Die haben einen sehr intensiven Geschmack. Also, wenn du Kakao und Schokolade liebst, ist das genau was für dich. Ich kann mir auch vorstellen, dass das manchen Leuten vielleicht zu krass ist. Ich suchte die Hardcore. Die haben auch zum Beispiel rohe Macadamia-Kerne. Da kannst du eine ganz tolle Milch und einen Macadamia-Mousse mitmachen. Du musst mal rohes Macadamia-Mousse probieren. Das ist wahnsinnig lecker. Das auf dem Brot ist, ich würde sagen, fast ein Butterersatz. Also, das ist echt, echt geil. Und was ich dann auch sehr, sehr gerne esse oder kaufe, ist gepufftes Quinoa. Das habe ich dir aber letztens schon gezeigt, weil es einfach alle essentiellen Aminosäuren enthält. Den einfach ein bisschen abspülen, damit die, ich meine, Saponine heißen die, aber nagel mich nicht drauf fest, also diese ganzen unverdaulichen Stoffe verloren gehen. Dann kannst du einfach ein Müsli essen. Und was ich auch sehr, sehr gerne nehme, ist Kokoswasser. Ich muss jetzt dazu sagen, dass das Kokoswasser pasteurisiert ist. Also es ist jetzt kein rohes Kokoswasser mehr. Aber es ist halt auch sehr schwer zu kriegen, beziehungsweise würde man dann auch einfach nicht zu diesem Preis bekommen. Bei der Koro habe ich auch einen Code, Luke, wie immer, weißt du ja, habe ich dir aber auch alles unten reingepackt. Ja, und das war mein kleiner Haul für heute. Das war mal so sehr produktlastig, aber ich persönlich gucke solche Videos eigentlich sehr, sehr gerne und lasse mich da sehr gerne inspirieren. Von daher dachte ich mir, vielleicht geht dir das ja auch so und du hast ja auch so ein paar neue Inspirationen für dein neues Online-Food-Shopping bekommen, sozusagen. Danke, dass du bis zum Ende zugeschaut hast. Ich freue mich, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen und mach's gut. Bis dahin. Klug.